Stumpfe Haare ohne Glanz entstehen, weil die Talgdrüsen auf der Kopfhaut nicht genug Fett produzieren, um es bis in die Spitzen feucht zu halten. Die einzelnen Haare an sich sind aber intakt, haben keinerlei Spliss oder andere Merkmale einer Überstrapazierung. Die Unterfunktion der Talgdrüsen kann mehrere Ursachen haben: Umwelteinflüsse wie Sonne oder Salzwasser, falsche Behandlung oder auch Hormonschwankungen spielen eine Rolle. Wie du aus einem trockenen Struwwelkopf wieder eine glänzende Mähne zauberst, verraten dir unsere Tipps. Pre-Wash-Kuren sorgen für mehr Geschmeidigkeit. Brüchige Haare neigen zu Trockenheit und brauchen dringend eine extra Portion Feuchtigkeit. Jetzt hilft eine sogenannte Pre-Wash-Kur. Sie wird vor der Haarwäsche aufgetragen, soll 15 Minuten einwirken und wird anschließend mit Shampoo herausgewaschen. Am besten ein mildes Shampoo ohne Sulfate wählen, das keine aggressiven Reinigungssubstanzen enthält. Für eine Pre-Wash-Kur können Sie jede Art von Haarmaske verwenden oder einfach zu einem guten Conditioner greifen. Die Haare werden durch diese Art der Tiefenpflege während des Waschvorgangs geschützt. Das Shampoo würde den Längen sonst Feuchtigkeit entziehen, die sie dringend benötigen. Durch die Pre-Wash-Kur bekommen ihre Haare eine neue Geschmeidigkeit, fühlen sich weicher an und glänzen schöner. Natürliche Wirkstoffe. Viele der gängigen Haarpflegeprodukte, die du im Drogeriemarkt bekommst, enthalten jede Menge Chemie, zum Beispiel Silikone. Diese Silikone sorgen im ersten Moment für Glanz und Geschmeidigkeit, schaden dem Haar aber langfristig, denn sie ummanteln es vollständig und verhindern so, dass die Wirkstoffe bis zur Oberfläche durchdringen. Mit der Zeit wird die Schutzschicht immer dicker, das Haar kann nicht mehr atmen und trocknet aus. Schlafkappen schützen vor Spliss. Haarbruch kann nicht nur tagsüber auftreten, sondern auch nachts. Im Schlaf wälzen wir uns hin und her, rauen die Haarfaser auf und machen sie dadurch sehr empfindlich. Kein Wunder, dass wir morgens abgebrochene Haare auf dem Kopfkissen entdecken. Ein ungewöhnlicher Trick, um abbrechenden Haaren vorzubeugen und stark geschädigte Haare zu schonen, sind sogenannte Schlafkappen oder Schlafmützen. Sie werden aus Seide oder Satin gefertigt und werden vor dem Schlafengehen auf den Kopf gesetzt. Die Längen stecken Sie unter die Kappe, damit diese optimal geschützt werden. Hausgemachte Ölkuren gegen strohige Haare. Gegen trockenes Haar gibt es jede Menge Hausmittel, die auf verschiedenen Ölen basieren. Am häufigsten kommt Olivenöl zum Einsatz. Um eine solche Kur anzuwenden, wäschst du dein Haar mit einem milden Shampoo, trocknest es mit einem Handtuch und kämmst es vorsichtig durch. In der Zwischenzeit kannst du das Olivenöl anwärmen und anschließend ins Haar und auf die Kopfhaut massieren. Um die Wirkung zu verstärken, wickele ein warmes Handtuch um den Kopf. Nach einer Stunde kannst du die Kur mit Shampoo wieder ausspülen. Nicht rubbeln. Eine Sache, die sicher viele falsch machen. Die Haare nach dem Waschen mit einem Handtuch trocken reiben. Das solltest du auf keinen Fall machen, da dabei die Struktur geschädigt werden kann und das Haar so angreifbar wird. Besser: Haare einfach in ein Handtuch wickeln und abwarten. Hitze meiden. Hitze ist der größte Feind schöner Haare. Föhn und Glätteisen solltest du besser nicht zu häufig benutzen. Setze deine Mähne auch nicht zu lange der Sonne aus. Im Strandurlaub schützt ein schicker Strohhut oder ein Tuch vor zu viel Wärme. Schonende Haargummis mindern brüchige Haare. Wer das Haar gerne zusammenbindet, sollte unbedingt auf schonende Haargummis setzen. Vermeiden Sie Varianten mit Metallstiften. Sie können einzelne Haare rausreißen, die Haare abknicken und zu Haarbruch führen. Für brüchiges Haar eignen sich weiche Haargummis am besten. Das perfekte Kopfkissen. Profis schwören nachts auf ein Kissen aus Seide. Die enthaltenen Proteine verhindern das Austrocknen der Haare. Außerdem bietet die unglaublich weiche Oberfläche eines solchen Kissens kaum Reibung, so bleibt das Haar in Form und zerzaust nicht. Schöner Nebeneffekt: Auch die Haut bleibt faltenfrei. Am besten setzt du die Tipps gleich bei der nächsten Haarwäsche um, dann kannst du dich schon bald über gesundes, glänzendes Haar freuen.